Ja, vorgestellt worden bin ich eben schon. Ich sage jetzt nochmal kurz, also ich beschäftige mich mit Barrierefreiheit im Web schon länger, ja, auch mit Webtechnologien im Allgemeinen und jetzt gerade auch noch mit Wissensrepräsentation, speziell eben Ontologien, die ich in meiner Dissertation benutze. Die Idee ist da, die Anforderungen an barrierefreie Webseiten als Ontologie zu modellieren und dann damit Tools zu realisieren, um Entwickler zu unterstützen und am Ende auch automatisch Webseiten dann möglicherweise anzupassen, die nicht barrierefrei sind. Ich bin auch in einer Gruppe tätig, die mehrere Institutsseiten an der Uni Bremen betreut und einer der Entwickler von Scientific CMS. Wird wahrscheinlich keiner kennen. Mehr Infos dazu gibt es am CMS-Gartenstand in der Mensa hier. Und was wir jetzt gemacht haben, das ist zum einen ein bisschen aus meiner Dissertation heraus entstanden und aus meiner anderen Tätigkeit. Wir haben uns die Webseiten von verschiedenen Universitäten und Instituten an diesen Universitäten angeguckt. Genauer gesagt 24 Universitäten und jeweils da die Hauptseite und die Instituts und jeweils ein Institut aus der Physik und den Sozialwissenschaften. Ja. Und wir haben dann uns unter anderem ein paar inhaltliche Kriterien angeguckt. Zum einen, wo sich die Übersicht der Studiengänge findet und dann geschaut, ob es bei der Uni selber eine Gesamtdarstellung des Forschungsprofils gibt. Die Möglichkeit, gezielt nach Personen zu suchen, weil das einer der Anwendungsfälle ist, die bei uns relativ oft angefragt werden, weil ich treffe jemanden auf einer Konferenz zum Beispiel, habe aber keine Karte gekriegt und will jetzt doch mal mit dem in Kontakt treten. Dafür ist so eine Personensuche dann sehr praktisch. Und dann bei den Institutsseiten das Gleiche. Zum einen, ob die eine Gesamtdarstellung ihrer Forschungsthemen haben, eine Mitgliederliste, eine Liste von laufenden und abgeschlossenen Projekten und eine Liste von Publikationen, die in dem Institut entstanden sind. Dann noch so ein bisschen Features der Webseite, ob sie eine Sitemap haben. Mal kurz Interesse aber die Frage, wer findet Sitemaps hilfreich? Okay, danke. Dann ob die Webseiten schon responsive sind, also sprich, ob man sie vernünftig auf einem Mobildevice angucken kann. Und dann Interesse halber noch, ob die Webseiten für die Institute technisch und organisatorisch in die Hauptseite integriert sind oder ob die Institute alle noch ihre Seiten komplett separat betreiben. Also sprich, ob sie ein anderes CMS als die Hauptseite nutzen oder und eben teilweise einige Unis haben tatsächlich die Institutseiten komplett integriert, sodass man gar nicht merkt, dass man bei einem Institut ist und nicht mehr auf der Uni-Seite eigen selber. Und dann, ob die Institutsseiten das gleiche Design wie die Hauptseite verwenden, ist nicht bei allen Unis der Fall, kann ich schon mal vorausschicken. Dann haben wir uns noch verschiedene Kriterien aus den Web Content Accessibility Guidelines angeschaut, wie gut die von den Seiten erfüllt werden. Zum einen, ob die Alternativtexte für Bilder vorhanden sind und einigermaßen vernünftig und hilfreich sind, dann ob die Kontraste auf der Webseite von den Farben her gut sind und den Richtlinien entsprechen, so dass auch jemand, der zum Beispiel farbenblind ist, noch was erkennen kann. Dann ob die Vergrößerung des Textes funktioniert, da die Web Content Accessibility Guidelines fordern, dass man ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen den Text auf 200% vergrößern kann und dass sich dann auch nichts verschiebt oder
überlappt auf der Seite. Wie es bezüglich der Bedienbarkeit per Tastatur aussieht, ob man Sprunglinks hat, um zum Beispiel die Navigation zu überspringen. Wenn man halt blind ist und einen Screenreader benutzt, dann möchte man nicht jedes Mal die Navigation vorgelesen haben, wenn man auf eine andere Seite geht. Dann, ob man den Tastaturfokus erkennen kann. Also sprich, wenn ich mit Tab durch die Links der Seite gehe, ob ich dann überhaupt sehe, wo ich gerade bin. Ob die Sprache der Webseite angegeben wurde, was für die Screenreader auch wichtig ist, damit sie die richtige Aussprache wählen können, und ob der Quelltext der Seite valide ist, was eben halt für die Kompatibilität mit verschiedenen Tools hilfreich ist. So, dann, was uns dann eben halt vor allem interessiert hat, ist einmal, wie die allgemeine Situation bezüglich dieser Kriterien aussieht, ob wir irgendwelche Zusammenhänge zwischen dem Exzellenzstatus und den Webseiten finden können. Also wir haben alle Unis mit drin, die in der Förderlinie Zukunftskonzepte exzellent sind. Und ob sich irgendwelche Zusammenhänge zwischen dem eingesetzten CMS und der Webseite und den Kriterien finden lassen. So, soweit erstmal Fragen. Also wenn Fragen irgendwie sind, auch gerne zwischendurch. Und sonst dann halt am Ende. Die Ergebnisse so von den 24 Unis haben erstaunlicherweise 8 keine übergreifende Darstellung eines Forschungsprofils für die Gesamtuni. Und auch 3 der 10 exzellenten Unis haben das nicht. Übersicht über Studiengänge findet sich überall unter dem gleichen Punkt eigentlich, entweder Studium oder vor dem Studium. Und da sind sich alle Unis relativ einig. Bei den Instituten aus dem Bereich Physik, da sieht es so aus, dass nur 8 von den 24 überhaupt ihre Forschungsthemen irgendwie beschrieben haben. Und keines von den eine Mitgliedsliste haben 8 von den Instituten und eine durchsuchbare Liste von Publikationen. Die haben hat keines der Institute, also dass man, die meisten haben nicht mal eine Liste von Publikationen oder Forschungsprojekten, nur ganz wenig Text. Einige von den Seiten bestehen tatsächlich auch nur aus einer Liste von den Arbeitsgruppen, die das Institut bilden, und dann hat jede Arbeitsgruppe nochmal eine eigene Seite darunter, was da gehe ich gleich noch drauf ein. Bei den sozialwissenschaftlichen Instituten sieht es ein bisschen anders aus. Da haben 10 zumindest eine Darstellung der Forschungsthemen. 9 davon haben eine durchsuchbare Mitgliederliste, und Publikations- und Projektlisten sind auch nicht wirklich verbreitet. Etwas für uns ein bisschen überraschend war, weil bei uns, bei den Instituten, die wir betreuen, war das immer eine der zentralen Anforderungen, dass man solche Listen haben wollte. So, dann Responsive Design ist noch nicht überall angekommen. 10 von 24 Unis, 3 von den Physikinstituten, 2 davon haben dann eine separate Smartphone-Version, also wie man es früher vor Responsive Web Design gemacht hat.
hat und 6 der sozialwissenschaftlichen Institute. Das Sitemap ist auch nicht so verbreitet. 9 der 24 Uni-Seiten, 5 der Institutsseiten aus der Physik und 7 von den Institutsseiten aus den Sozialwissenschaften. Integration in die Hauptseite ist nicht wirklich oft vorhanden. Es haben 4 Unis tatsächlich geschafft. Einige haben einige Institute integriert, andere nicht. Gleiches Design haben zumindest 13 von den 24 Unis bei ihren Instituten durchsetzen können. Denn bei den anderen Unis haben die Institute dann teilweise komplett andere Designs für ihre Webseite. Was dann ein bisschen seltsam für Außenstehende ist, die nicht so ganz im Uni-Betrieb drin sind, wirkt es dann etwas seltsam, dass ein Institut, das zu einer Uni gehört, eben halt ein komplett anderes Design dann als die Uni selber hat. Ja? Ja. Untersuchung oder Korrelation zu der Größe der jeweiligen? Nein. Keine Untersuchung oder keine Korrelation zu Ja, also die Frage war, ob wir irgendwelche Zusammenhänge zur Größe der Uni gefunden haben. Da kann ich direkt zu sagen, nein, haben wir nicht. Ja, das haben wir auch geschaut. Und aber keinen wirklichen Zusammenhang zu finden. Bei der Barrierefreiheit, das war, kann ich gleich sagen, etwas fast erschreckend an einigen Punkten. Zum einen fehlten sehr oft die Alternativtexte für Bilder. Und wenn sie da waren, waren sie teilweise falsch benutzt. Also sprich, dekorative Bilder, also die reinen Dekorationszwecken dienen. Die sollen normalerweise einen leeren Alttext bekommen. Sie sollen möglichst nicht dieses Alt-Attribut im HTML bekommen, aber das soll dann halt leer sein, weil sonst lesen die meisten Screenreader den Dateinamen für die Bilder vor. Was für die blinden Benutzer dann natürlich etwas verwirrend sein kann. Beim Kontrast gab es auch einige Seiten, bei fast allen Seiten gab es an irgendeiner Stelle ein Problem, dass bestimmte Bereiche nicht wirklich gut erkennbar waren. Also sprich, dass zum Beispiel irgendwie grau auf grau benutzt wurde, was dann relativ schwer erkennbar ist, wenn man nicht mehr so gutes Sehvermögen hat. Bei der Textvergrößerung gab es bei eigentlich fast allen Seiten irgendwelche Überlappungen. Sprunglinks für die Bilder haben sehr häufig gefehlt. Was sehr interessant war, dass der Tastaturfokus sehr oft nicht sichtbar, wirklich gut sichtbar war. Ich hatte eigentlich vorbereitet eine Webseite auf meinem Notebook, eine Webseite, wo ich es zeigen wollte. Firefox. Ich hatte direkt im Browser einfach eine aufgemacht. Also zur Demo. Danke. So, wenn ich jetzt hier anfange, hier ist es noch relativ gut zu sehen, aber wenn ich dann hier weiter durchgehe per Tastatur, da wird es schon schlechter, ich weiß nicht, kann man hinten noch sehen, wo ich gerade mit dem Tab bin?
Das wird aber gleich dann, jetzt wird es, glaube ich, jetzt sieht man es, glaube ich, nicht mehr. Und das kann natürlich für Leute, die, hier kann, jetzt konnte man es gerade wieder ein bisschen besser erkennen, aber hier geht es noch. Also es gab auch Seiten, wo dieser Rahmen dann völlig weg war, wo der tatsächlich durch das CSS, ob absichtlich oder nicht absichtlich unterdrückt wird. Wo ist jetzt? Da. So, jo. Gut. Gut, bei der Verteilung von den CMS, um darauf mal einzugehen, gab es eigentlich keine großen Überraschungen, wie in Deutschland relativ üblich Typo 3 ist am meisten vertreten bei den Unis. Dann kommt Plon auf dem zweiten Platz und der Rest verteilt sich auf verschiedenste Systeme, sind auch kommerzielle Systeme dabei, aber das meiste, wenn man es sich so anguckt, ist tatsächlich auch freie Software von den eingesetzten System. Und bei einer Uni, da war es tatsächlich eine Eigenentwicklung, was auch tatsächlich direkt erkennbar war. Ja? Da war nicht wirklich erkennbar, was es war. Also es sah dann eher so aus, als ob tatsächlich unterdrückt wurde von den Infos, die man aus dem Quelltext und anderen Dingen zusammensuchen konnte. Also da konnte man wirklich nichts erkennen. Wenn bei der Eigenentwicklung, da stand tatsächlich dann, das war die Uni Göttingen, da steht tatsächlich dann Göttinger Content Management System auch in im Quelltext als Kommentar drin. Bei den Physikinstituten ein bisschen mehr Vielfalt, aber der Rest ist eigentlich relativ ähnlich. Bei der Eigenentwicklung war es wieder so, dass da dann im Quelltext tatsächlich sowas drin stand wie Webbaukasten, Uni sowieso. Und bei den Unbekannten war es halt wirklich nicht erkennbar, was es ist, ob es jetzt eine Agenturlösung ist, irgendwas Selbstgeschriebenes oder ob es irgendwas Bekanntes, doch Bekanntes ist, wo aber eben halt alle Hinweise irgendwie entfernt wurden, dass man nicht erkennen kann, was man da gerade benutzt. Und bei den sozialwissenschaftlichen Instituten ein bisschen mehr Vielfalt. Da tauchen dann noch so ein paar an. Vereinzelte andere Systeme auf. Eben halt sowas wie Joomla oder ModX, die nicht so wirklich so bekannt sind. Gut. Genau. Was eben halt, wie ich schon angedeutet hatte, für uns ein bisschen überraschend war, ist eben dieses Fehlen der Publikations- und Projektlisten, weil das bei uns, wie gesagt, schon immer von den Instituten, die wir betreut haben, angefragt wurde und gefordert wurde, dass man das hat, hat dann auch noch für jede Abteilung in dem Institut eine extra Liste, die möglichst automatisch erzeugt werden sollte aus den vorhandenen, und dann wollten die Institute, die wir betreuen, auch
immer noch eine für jeden Wissenschaftler möglichst eine Profilseite haben, wo auch seine Publikationen auftauchen sollten. Daher hat es uns ein bisschen überrascht, dass die Listen bei vielen Instituten nicht da waren. Dann eben, was wir uns jetzt demnächst etwas anschauen wollen, ist, wieso das Ganze so ist, ob das eher an den personellen Ressourcen liegt, die für die Webseitenpflege da sind, speziell in den Instituten, oder ob es auch technische Gründe sind, dass bestimmte Sachen in den CMS einfach zu kompliziert sind für die Leute, die die Seiten pflegen. Und dann bei der Barrierefreiheit ist halt einfach die Frage, ob die Tools, die es gibt, um überhaupt zu prüfen, ob die Seiten barrierefrei sind, ob die verbesserungswürdig sind oder ob man da noch weitere Tools entwickeln muss, um auch den Webdesignern was an die Hand zu geben, mit dem sie möglichst schnell und einfach testen können, was an ihren Designs, wenn sie die gebaut haben, nicht barrierefrei ist und was sie tun müssen, damit sie barrierefreier werden. Ja, das war's auch schon. Doch etwas weniger Zeit gebraucht als gedacht. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Ja. Ja. Die Frage war, ob wir uns die Uni Hamburg mit angeschaut haben. Das war auch eine mit den kommerziellen CMS-Systemen. Die benutzen nämlich Fiona als primäres CMS. Ich weiß aber, weil ich auch mal an der Uni Hamburg gearbeitet habe für ein halbes Jahr, dass die Institute selber da auch teilweise ihre eigenen Seiten noch pflegen. Ergebnisse waren, wenn ich mich richtig erinnere, relativ gut. Also von der Barrierefreiheit her war die Uni Hamburg Hauptseite relativ gut im Vergleich zu einigen anderen. Kann ich aber gleich nochmal genau nachgucken. Weitere Fragen? Ja. Ja, Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass selbst wenn die Hochschulen eine eigene Gruppe anbieten, die häufig sehr, sagen wir mal, rudimentär ist. Wirklich echte String suchen. Ja. Und sobald also sozusagen ich das Projekt auch nur in einem Zeichen falsch geschrieben habe oder irgendwas falsch verstanden habe, findet ihr das nicht. Ich beobachte Studenten häufig und sehe, dass die Studenten gerade nicht diesen Weg wählen. Wenn irgendwas wissen, ja. Schreibe in meiner Hochschule und dann den Prüfungsordnungen oder Klausurtermine oder was auch immer sie suchen und finden damit sehr viel schneller was. Und ich kann es von meiner eigenen Kollegen auch nachvollziehen, wenn ich etwas suche und das auf meiner Webseite suche, egal auf welchem Wege ich da hingehe, sei es jetzt über irgendeine Suchstrategie oder sowas, obwohl da viel Energie drauf verwechselt und aufgebaut, finde ich das nicht. Und dann greife ich am Schluss auch zu suchen und sage, okay, wenn Sie stellen können, kann ich das auch. Das ist die Frage, ist es wirklich so sinnvoll, was da gemacht wird mit diesen Buchseiten? Oder ist das nicht vielleicht eher so die nice to have, aber eigentlich gar nicht? Also die Frage war, ob das mit den Suchseiten überhaupt sinnvoll ist, weil die meisten Leute mittlerweile einfach über Google oder andere Suchmaschinen die ihre Suchbegriffe eingeben und dann schauen. Ich denke, dass es schon sinnvoll ist, vor allem wenn man halt jetzt diesen Fall mit den Publikationslisten oder Projektlisten hat. Wenn man dann zum Beispiel so nach bestimmten Kriterien dann noch filtern möchte, also sprich zum Beispiel, was wurde von 1999 bis 2007 gemacht oder was hat der Professor jetzt an Projekten
gemacht, dann sind diese Suchseiten mit oder Listen mit Filtermöglichkeiten doch, denke ich, sinnvoll. Oder auch wenn man das so aufbaut, was wir derzeit vorbereiten, dass man noch thematisch dann suchen kann, also sprich irgendwelche Tags mit an den Publikationen oder Projekten hat, sodass man auch thematisch noch suchen kann. Oder eben halt auch die Listen einfach dazu benutzen kann noch, dass man es dann eben bei den Abteilungen der Institute noch weiter genauer sieht, was sie gemacht haben. Ob die dann durchsuchbar sein müssen mit irgendwelchen Filtern, ist noch eine andere Frage, wenn sie nicht zu lang werden. Aber ich denke schon, dass solche Listen doch hilfreich sein können. Ja, also die Bemerkung war, dass man sich nicht unbedingt von Google abhängig machen sollte, weil Google ja auch seinen Algorithmus ab und zu verändert, sodass man nicht sicher sein kann, dass seine eigenen Ergebnisse immer an der gleichen Stelle in der Suche auftreten. Ja. Wenn es jetzt um allgemeine Suche auf Webseiten geht oder eben auf Hochschulwebseiten, das ist ja ein relativ komplexes Thema. Ich weiß, dass das da KI-Überlegungen gibt zu dem Thema und dass es eben teilweise Unterschiede gibt, wie interne Seiten, die nur aus bestimmten Bereichen aufgerufen werden sollen, die über die allgemeine Google-Suche gar nicht zu finden sind, etc. etc. Und da tut sich ja auch eine ganze Menge eben klar. Verschiedene Reihe, Suchsysteme, was weiß ich, Google Search Appliance, Google Mini, keine Ahnung, was, das ist ja auch schon wieder fast wieder abgekündigt. Also das Thema ist jedenfalls ein sehr weites Feld, wenn man die allgemeine Suche meistens ja verteilt in verschiedenen Systemen. Wir haben ja schon gehört, dass viele Hochschulen eben nicht ein einheitliches Stoff haben, sondern viele untereinander verlinkt haben. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ja, also die Bemerkung war, dass das mit allgemeiner Suche bei den Uni-Seiten wegen der Vielfalt eben ein sehr schwieriges Thema ist und dass man da zwar Möglichkeiten hat, aber das komplex zu betreiben ist einfach. Ich habe noch eine Frage zu Publikationslisten. Ja. Haben Sie denn da ein positives Beispiel gefunden? Also so gut wie wir es selber auf unseren Seiten haben, die wir extra nicht in die mit reingenommen haben, bei den sozialwissenschaftlichen Instituten, haben wir es eigentlich bei keiner Seite tatsächlich gefunden. Und gab es hier Publikationslisten, wo auch so ein Backlog oder sowas reingemacht? Nee, habe ich nicht. Also die Frage war zum einen, ob wir positive Beispiele gefunden haben und zum anderen, wie war das? Ob in den Listen der Impact-Faktor irgendwo mit aufgetaucht ist. Beides war nicht der Fall. Ja. Dass da tatsächlich das Google das Einzige ist, umgekehrt der Aufwand, der getrieben wird, um sowas zu machen, ja. Ich kann mich erinnern, dass wir in Projekten teilweise monatelang Arbeitsgruppen oder getagt haben, wie die beste Struktur aussieht, welche Rahmen und wie man am besten zielgruppenorientiert die Informationen bietet. Und dann habe ich das potenziell keine Denken, man, okay, wird jetzt nicht funktioniert. Ja. Ich bin auch dafür, dass man das veröffentlicht. Also es war noch
eine Anmerkung zu dem der Sache mit Google, dass eben das schon sinnvoll ist, die Sachen aufzurufen, nur dass eben halt der Aufwand auch, die die Universitäten treiben müssen und auch bezüglich alleine ihrer, der Struktur ihrer Seite treiben, dass der sehr hoch ist. Und dass Google halt im Moment relativ gut ist, was das Auffinden von den relevanten Sachen an. Bezüglich der Struktur der Webseite und der Links möchte ich nochmal kurz einhaken. Ich habe für meine Dissertation ein paar Interviews mit Behinderten geführt, unter anderem auch mit einem Mitarbeiter an der Uni Bremen, der fast blind ist, also er sieht noch ganz wenig, benutzt daher zum einen eine Software, um die Bildschirminhalt auf 500% oder noch mehr zu vergrößern und zum anderen teilweise halt auch tatsächlich einen Screenreader, um sich Sachen vorlesen zu lassen. Und die Uni Bremen treibt auf ihrer Hauptseite auch sehr viel Aufwand bezüglich Links, dass man eine Zielgruppennavigation hat, dann die normale Navigation, noch die Struktur eben der Seiten widerspiegelt und ähnliches. Und der sagte mir, dass es für ihn eigentlich mit diesen vielen Links, die da auftauchen auf der Seite, gar nicht so sinnvoll ist, sondern eher verwirrend ist. Ja, da hinten. Gibt's Pläne, mit den Ergebnissen an die jeweiligen Unis anzutreten? Das ist für die Zukunft dann jetzt geplant, dass wir das demnächst. Also die Frage war, ob wir an die Unis mit den Ergebnissen rantreten wollen. Das werden wir auch nochmal demnächst tun. Speziell eben bezüglich der Ergebnisse mit Barrierefreiheit, weil das ja schon ein Thema ist, was wichtig ist und die Seiten sollten ja auch zumindest halbwegs barrierefrei sein. Und einige von den Problemen lassen sich auch mit wenig Aufwand beheben. Also zum Beispiel diese Probleme mit den Kontrasten, das ließe sich teilweise schon dadurch lösen, dass man die Farbe für die Schrift in dem Bereich etwas dunkler macht, dann wäre das Problem schon gelöst. Mag, schreit der Designer möglicherweise, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst. Wir machen einfach da hinten. Ja. Zwei Fragen. Im Moment habe ich geschaut, durch die Fachhochschulen, Kunst- und Hochschulen zeichnet sich da Links über Kunst und andere Sachen. Und die mich würde interessieren, gibt es Online-Evaluationstools, die diese Kontrastfreiheit entscheiden? Also die erste Frage war, ob wie es bei den Hochschulen und Musikhochschulen und ähnlichen Einrichtungen aussieht. Wir haben einige Hochschulen schon mit angeschaut, die dann aber jetzt für diesen Fall rausgelassen, weil das dann etwas zu lange gedauert hätte einfach, weil der Aufwand, jede Seite anzugucken, ist doch schon erheblich. Also man braucht schon 1 bis 2 Stunden pro Seite, um die Punkte, die wir gemacht haben, durchzuschauen. Daher noch nicht. Die bei den Seiten von Hochschulen, die wir uns angeguckt haben, war das Bild aber eigentlich relativ vergleichbar mit den Unis. Es war relativ vergleichbar. Und die zweite Frage war eben, mit den, ob es Tools gibt, um Kontraste zu testen. Es gibt ein Plugin für Firefox, das für eine die gerade aufgerufene Seite die Kontrast,
Kontraste berechnet und wo man dann auch durchklicken kann, dass dann die Bereiche jeweils auch hervorhebt mit den jeweiligen Kontrastwerten. Das haben wir auch benutzt, um diese Kontraste auf den Seiten jeweils zu testen. Nennt sich WCAG Contrast Finder. Ist auch über das Plugin-System vom Firefox verfügbar. Ja. Ich habe noch eine Frage. Wir hatten ganz am Anfang auf der Folie so Scientific CMS. Ja. Ja, also die Frage war, ob ich noch ein bisschen was über Scientific CMS erzählen kann. Das ist ein Content-Management-System, das in unserer Gruppe entstanden ist für die speziellen Anforderungen, die an uns gestellt wurden. Das Ganze ist jetzt auch schon etwa 10 Jahre her, dass wir damit angefangen haben. Das Ganze ist ein etwas anders aufgebaut als andere Content-Management-Systeme. Der größte Unterschied ist, dass es nicht seitenbasierend arbeitet, sondern dass man Inhalte anlegt als Items, die man in einem Art Repository erstmal nur verwaltet und dann bestimmten Kategorien zuweist, aus denen dann die Webseite generiert wird, sodass man Inhalte mehrfach auch verwenden kann. Und wir haben dann noch spezielle Module dafür entwickelt, um Publikationen, Projekte und Ähnliches damit zu realisieren. Ich kann es gerne, ich bin noch heute und morgen auch hier auf dem CMS Garden Stand. Da kann ich dann gerne auch noch mal detailliert das ganze System zeigen. Die Frage war, ob ich kurz was zur Technologie sagen kann. Das Ganze basiert auf Java. Wir sind derzeit dabei, das Ganze ein wenig auf die aktuelle Java Enterprise Edition Version zu aktualisieren. Also im Hintergrund wird dann in der nächsten Version halt Hibernate als Persistenz Layer arbeiten und die verschiedenen anderen Tools aus dem Java-Ökosystem, die man zur Verfügung hat. Und derzeit ist es im Moment noch eine reine Servlet-basierende Applikation, die noch ihren eigenen Persistenz-Layer benutzt. Also das System selber basiert auf Entwicklungen, die Red Hat vor 10 bis 15 Jahren mal gemacht hat. Die haben den Kern dieses Systems auch eine Zeit lang vermarktet und einige Projekte damit gemacht, unter anderem auch ein System namens Applause, Accessible and Personalizable Websites for Local Authorities, hieß, was eine Entwicklung speziell für die Local Authorities in Großbritannien ist. Größter Nutzer davon ist im Moment das London Borough of Camden, mit denen wir auch bezüglich der Weiterentwicklung zusammenarbeiten. Ja. Nein. Nee. Also die ja. Hm. Also die Frage war, ob es irgendein CMS gibt, das besser für barrierefreie Seiten ist als andere. Soweit ich weiß, nein, weil zum größten Teil hängt das, was an HTML rauskommt, ja dann vom jeweiligen Team oder wie es auch immer in dem CMS heißt, ab, und daher kann man eigentlich mit jedem CMS eine barrierefreie Seite hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein System gibt, das es einem das schwieriger macht, aber von den Sachen her, die wir, also von den Einzelergebnissen her, sticht da kein CMS besonders
positiv oder negativ heraus. Also es scheint tatsächlich primär davon abzuhängen, wie sehr der Webdesigner, der das Team dann baut, oder der Entwickler darauf achtet. Ich glaube, da war noch irgendwo eine Antwort. Okay. Kannst du vielleicht, wenn ich mal nachdenke, daran liegen, dass meistens die Leute, die Webseiten pflegen, Informatiker sind und das dann mehr so nebenbei, neben ihrem eigenen Forschungsgebiet macht, oder? Nee. Das ist irgendwie so die Webseite, so ein Schattendasein, Die Frage war, ob es möglicherweise eben bezüglich der negativen Sachen, die wir gefunden haben, daran liegen könnte, dass die Webseiten so ein Nebenbeiprodukt sind, die neben dem eigentlichen Forschungsbetrieb gemacht werden. Das kann gut sein, ist auch in einigen Instituten, die wir kennen, tatsächlich der Fall. Wobei da dann auch die Frage stellt, wird das richtige CMS benutzt? Weil eigentlich sollte das CMS das ja so einfach machen, dass es eben nicht wirklich viel Arbeit ist, sondern dass man das relativ schnell hinbekommen kann, die Inhalte einzupflegen. Das ist sicher noch ein Punkt, den man in nächster Zeit sich nochmal genauer ansehen kann. Das hatte ich ja auch geschrieben, dass auf der Ausblicksfolie, dass das eine der Fragen ist, die jetzt noch stärker sich rauskristallisiert haben, zu schauen, ob es an den personellen Ressourcen liegt oder an den technischen Dingen oder aus einer Kombination dann aus beidem. Ich wollte einfach mal nur in den Kern schlagen, es ist sicherlich der technische Aspekt, es gibt aber auch sehr viele nicht-technische Aspekte, die Barrierefreiheit betreffen. Ja. Ich denke da an einfache Sprachen und weitere Dinge, die nicht technisch bedient sind, ja, sondern einfach in den Personen anbieten, die Webseiten, ja, die wir initial aussetzen und auch später pflegen. Also die Bemerkung war noch als Anschluss gedacht, dass eben halt es ja auch nicht technische Aspekte gibt bei der Pflege der Webseiten, zum Beispiel eben leichte Sprache für die Barrierefreiheit, die dann etwas mehr Aufwand bei der Pflege auch bedürfen, den man nicht durch die Technik auffangen kann. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn noch Fragen auftauchen, gerne am CMS Garden stand.